Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ja, ich habe mittlerweile vergessen, was wir in der letzten Folge eigentlich gemacht haben. Ich glaube, wir hatten hier ein bisschen Holz gesammelt hierfür. So auf 50. Und haben hier, ja. Haben schon hier die Decke schon fast fertig. Genau. Müsste im Flur schon eigentlich fertig sein. Also mit, was heißt Flur, Treppenhaus meine ich. Hier, ja, hier ist schon im Grunde fertig. Können zwar immer noch durchhopsen, weil die komplette Decke ja noch nicht fertig ist. Und das ist schon verdorben, natürlich. Hier ist noch zu. Würde ich sagen, lass mal mit dem Fahrstuhl runter. Dann können wir noch mal ein bisschen Holz sammeln gehen. Und dann können wir auch schon mal Fleisch. Nee, das ist der falsche. Den wollen wir. Und dann los. Schön, wir hatten auch in der letzten Aufnahmesession einfach mal 9 von 10 Ureinwohner hier auseinandergenommen. Da hatte ich einfach mal irgendwie mir den Mut genommen gehabt, so. Einfach mal Bock auf hier Schlägerei. 9 von 10 von denen ausgeschaltet. Und letzte ist irgendwie noch geflohen oder so. Oder letzter. Ja, ich sehe jetzt auch selber nochmal. So haben wir auch geschafft gehabt, hier unsere Knochenrüstung jetzt mal voll zu machen. Bin auch gespannt, wie voll wir dieses Mal unseren Boot hinkriegen, bevor es dunkel wird. Wie viel wir heute schaffen. Erstmal noch mal ein paar Schildkröten. Ja, komm, wir nehmen mal die Bäume da vorne. Wir nehmen uns die mal vor. Mach mal die Kopfhörer ein bisschen leiser. Dann schnappen wir uns die hier. Jetzt kurz erschrocken wegen Bambi. Komm. Thank you.
Geil, wieder neue Stöcke. Haben wir Wagen jetzt auch schon mal voll. Dann wird jetzt schon dunkel. Dann geht schon unter. Das ist jetzt nicht gut. Ja, müssen wir uns gleich dann schlafen legen. Wohl noch drei Bäume nehmen wir uns. Nehmen wir uns noch vor. Und dann schippern wir nochmal zurück. Bauen ein bisschen was auf und dann können wir uns auch schon mal schlafen legen. Ausdauer ist auch schon gleich wieder am Arsch. Ja, schon. Hallo Bambi. Ja, komm. Uns liegt hier keiner mehr. Dann. Mir jetzt schon zu dunkel. Ja, dann nehmen wir die eben. Nochmal zurück. Aber immerhin haben wir drei der Dinger hier voll. Ist gerade richtig ruhig, was Mutanten angeht. Wo ein Wohner da? Und gleich zu Hause machen wir uns auch erstmal was Leckeres zu essen. So Schildkrötenfleisch hatten wir auch lange nicht mehr gehabt.
Aber ich freue mich auch schon, sobald dort die Decke auch noch endlich fertig ist. Ja, komm, richtig einpacken. Passt wohl. Oder doch nicht. Passt wohl doch nicht. Bisschen bewegen müssen wir. Noch ein Stück, noch ein Stück. Komm. Ja, gar keine Energie mehr, natürlich. Sind schon ausgepowert. Ja, aber unsere kleine Dockingstation hier unten gefällt mir auch schon sehr. So, sorry, hatte kleinen Kloß im Hals. Hab mich eben ganz kurz gemutet. So, und nach oben. Na, von hier kann man schon ein bisschen sehen, wie es da hinten aussieht. Wie weit wir da hinten schon sind. Kann man mittlerweile erkennen. Ja, müssen wir hinten durch. Okay. Essen können wir gleich, sobald wir die 21 Baumstämme insgesamt schon durch haben. Letzter Baumstamm. Genau.
So. Ja, Ausdauer ist schon komplett am Arsch. Jetzt zuallererst was zu essen. Können wir uns eben auch hier angucken. Ah, der Bereich vom Flur ist schon zur Hälfte durch. Ist mehr als die Hälfte. Ist schon nice. Dann noch ein bisschen. Dann haben wir den Raum auch schon abgedeckt. Wie viel haben wir schon? 71. 71 haben wir schon. Essen ist auch schon fertig. Nice. Können wir uns jetzt auch schon mal schlafen legen. So. Und wieder Durst, natürlich. Aber zum Glück noch keinen Hunger. Okay, ist ein bisschen schon angeschlagen, aber immerhin noch keinen richtigen Hunger. Den würde ich vielleicht mal lieber nach unten holen. Weil wenn wir dann weiter Holz sammeln, dann wäre es schon ein bisschen angenehmer. Hallo? Ziemlich Frage, gibt es auch so Wandleuchter? Von hier an. Schädeldekoration, nee, brauche ich nicht. Tonleuchter aus Knochen, Knochenrahmen. In Wandleuchten haben wir jetzt eher nicht. Dann müsste ich mal schauen, dass ich vielleicht so aus den hängenden Knochen Schädellampen so eine provisorische, improvisierte Wandleuchte mache, dass ich die halt hier so drüber hänge und so. Dass die an der Wand hängen quasi. Aber wir sind ja noch nicht so weit. Noch müssen wir erstmal die Decke hier fertig haben. Und ohne Decke können wir ja nichts hier unten dingsen. Jetzt hat es funktioniert. Da können wir uns jetzt eben was zu essen machen. Und wie es dann weitergeht, also erfahren wir dann halt in der nächsten Folge. Also wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen Holz fällen. Wollen das Ding da oben auch noch fertig haben. Beziehungsweise, ich habe ja schon erzählt gehabt, dass ich vorhabe, da oben rum noch so eine Art Mauer zu machen und dann oben auf dem Dach quasi
Feld, also ein Hof eher, dass wir halt das dann machen. Aber das erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.